Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Joker Meister, und wir spielen mal wieder Elden Ring, Leute. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr ein ganz gutes Bossschwert so Anfang des Spiels bekommen könnt. Und zwar nämlich, es ist ein Schwert, das Gegner schlafen legt. So ein Schwert könnt ihr sogar später für die weitere Map gebrauchen, und es ist sehr, sehr stark. So, hier ist also die Location. Da gehen wir auch mal gerade hin, damit ich euch zeige, wie ihr da reinkommt. Eigentlich braucht ihr ja nur ein Schwertschlüssel, und so kommt ihr da auch rein. So, ihr könnt hier gerade mal springen, einmal und hier zweites Mal. Vergiss nicht, zweites Mal zu springen, sonst geht ihr tot. Also den Raben müsst ihr unbedingt nicht besiegen. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ist auch da. Okay, muss da sein. Zwei auf einmal. Ist egal. Ich gehe mal hier rein. Ja. Markieren. So, Markieren geht mir den Weg. Guck mal. Schlachten Sie mich ab hier. So, dann geht's hier rein. Jetzt ist es ganz easy. Öffnen Sie einfach die Kiste, und hier ist das Schwert. So, das zeige ich euch mal noch. Hier. Ich nehme es mal hier, wo das Schild ist. Ja, genau, hier ist es. Also das Schwert von Stentrina. Also das legt die Feinde schlafen. Sogar große Bosse. Auf jeden Fall musst ihr sowas haben. Das ist ein ganz geiles Schwert. Zack, zack, zack. Das werde ich mal auf plus 9 auf jeden Fall aufmotzen. Und dann werde ich euch mal ein paar Boss-Fights zeigen mit dem Schwert. Auf jeden Fall wünsche ich euch dann viel Spaß beim Zocken, Leute. Tschüss, euer Jokermeister.